Leute, willkommen zu meinem ersten Kindheitsprojekt Pokémon. Wahnsinn, ich freue mich eigentlich riesig drauf. Also ich habe das seit bestimmt gut 3 Jahren nicht gespielt, aber jetzt habe ich einen Emulator gefunden, habe ihn zum Laufen gebracht und ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe schon mal die Einstellungen gemacht. Knopfbelegung, die Knöpfe und Tasten werden ihre Wichtigkeit nach erklärt, bla bla bla, ja, habe ich alles schon erklärt, junge Mann. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von der anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Und? Oh mein Gott! Hallo! Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon! Mein Name ist Eichel. Man nennt mich den Pokémon Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Oh mein Gott! Für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst, naja, habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wow! Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen. Warte. Na, ich bin definitiv ein Mädchen. Tut mir leid, Leute. Wie lautet dein Name? Obwohl ich ein Mädchen bin, heiße ich Brandy. Ich glaube, hier ist alles mit Caps Lock. Scheiß drauf, dann sind wir halt nicht gecaps lock. Genau, dein Name ist also Brandy, ja, ja. Dies ist mein Enkel. Von näher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war gleich sein Name? Hans. Wurst. Nee, wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn SSG. SSG. Ja, ja, SSG war's. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. So, eine Sekunde nur. Ich muss kurz die Tastenbelegung nochmal konfigurieren. Okay. Dann geht's los. Mal sehen, was erwartet uns unten. Oma? Ja, Mama, hast du uns was zu sagen? Mutter? Genau, jedes Mädchen träumt vom Reisen. Das sieht man im Fernsehen. Oh ja, Professor Eichel ist nebenan. Hat nach dir gesucht. Oh ja, davon träumt jedes Mädchen. Ah, bevor ich's vergesse, Text Tempo 3. Hier, Wechsel bleibt. Motiv muss blau sein, Lieblingsfarbe blau. Okidaloki, okay. Professor Eich, let's visit you. Wo ist denn der? Hallo Brandy. Opa ist gerade nicht da. Ich weiß noch, wie ich damals mein erstes Pokémon-Spiel gekriegt habe und ich dachte mir, the fuck soll ich jetzt machen? Naja, egal. Suchen wir uns mal die Eichel. Wo ist die Eichel? Ist sie da? Hallo Brandy, SSG wartet in Opas Büro. Oh, Labor, nicht Büro. Also ist er auch nicht hier. Ah, bevor ich was vergesse. Ja, 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 ja. Ah,
ich erinnere mich vage dran. Genau daran. Wie scheiße die Treppen doch hier sind. Nee, wir haben doch am PC noch einen Trank. Jawollo. Okay. Ich will nichts tun. Ich will nichts machen. So. Es wird in Zukunft übrigens auch mehr solcher LPs geben, weil sie einfach geil sind. Ganz einfach. Eichel, warte, geh nicht raus. Schnell hat er seinen Schwanz eingepackt. Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Okay. Ey, Schrecken-Pokémon, ey, Schrecken-Pokémon. Oh ja. Soll ich ihn jetzt folgen? Ach Gott. Opa, ich will nicht länger warten. SSG, lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Brandy. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt! Opa! Was mit mir? Ich habe ein wenig Geduld, SSG. Auch du sollst eins bekommen. Nehmen wir Shiggy? Nö. Nehmen wir Bisasam mit dem Samen am Kopf? Oder nehmen wir Glumander? Ja, das ist die schwerste Entscheidung, die man treffen kann als Trainer. Wie machen wir es? Wenn wir Wasser nehmen, haben wir im ersten Orden Vorteile, am dritten Orden Nachteil, wieso überlege ich gerade, machen wir es einfach so, zack, zack, Brandy. Zack. Das ist die Tafel, wo noch nicht so viel stand. Naja, mein Lieblings-Pokémon ist ehrlich gesagt Turtok. Dieser Floor ist auch richtig geil in meinen Augen, aber wir nehmen Glumander. Ja. Brandy erhält Glumander. Wir werden natürlich allen unseren Pokémon Spitznamen geben. Glumander nennen wir... wie nennen wir es? Oder sie ist es in dem Fall, eine sie gleich. Scheiße. Ja, das passt nicht. Ich glaube, das ist scheiße. Nee, wie nennen wir es? Fackel. Was? Kein Witz, ich nenn's Fackel. Einfach weil er so eine Fackel am Arsch hat. Und er nimmt Chiggy, ist klar. Oh mein Gott. Willst du mir noch was sagen? Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kannst du gegen kämpfen, natürlich. Mein Pokémon sehen viel stärker aus. Warte, Brandy, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich schon raus. Na dann, ab in unseren ersten Kampf. Eine Herausforderung von Rivale SSG. Shiggy wird in den Kampf geschickt. Na dann, lass mal sehen. Fackel, los! Oh, um Himmels Willen. Aufdringlich wie immer. Brandy, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf 0 bringt, gewinnt. Oh, scheiße, das auch noch. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen machen. Kämpfe und lerne. Scheiße, der Typ ist... Na los! Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Scheiße, der Typ, der hat einfach Ahnung ohne Ende im Leben. Dennoch, du kommst voll auf die Fresse. Ah ja, ich muss eins sagen, ich bin überhaupt nicht competitive, was Pokémon angeht. Ich habe absolut no big clue about this und ich spiele eigentlich nur zum Fun. Ich kenne mich beispielsweise nicht so gut aus wie Poker oder... Tsushimaru von Gonta über Pokémon. Einfach, ich spiele es einfach und weiß ein paar Dinge. Oh, gleich ein Level up. Und ja, das werde ich auch anwenden, aber so viel mehr weiß ich auch nicht. Was?
unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Das kann auch sein. Granios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Wahnsinn, der Typ, der hat einfach Ahnung. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Brandy, Opa, wir sehen uns. Naja, sprechen wir nochmal mit Opa. Eichel. Brandy, wenn du deinem Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Ach du Scheiße, die sind alle so im Talent. Naja, scheiß drauf. Wir gehen jetzt mal zu Mama und sagen Ciao. Und vielleicht lässt sie uns... Ja, genau, das wollte ich erreichen, dass wir ein bisschen heilen können, hier und da. Okay. Was haben wir denn hier? Ich weiß, dass wir hier eine Karte abholen können. Hallo, Brandy. Ja, genau. Ich will aber die Karte, du blöde Fotze. Oh, ich krieg die Karte nicht erst, wenn ich zurück bin, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, gut. Ich bin noch unschlüssig, ob ich Videos machen soll zu meinen Trainingssessions, die ich mache. Da ich ja ungefähr alle Pokémon auf demselben Level haben will und nicht irgendwie eins, was voll aus der Menge raussticht und andere, die voll abkacken dagegen, muss ja nicht sein. Und Taubsi, Level 5 gleich, das gibt P. Jawohl. Juckt mich nicht, es kratzt mich eher. Taubsi. Setzt uns voll zu, ne? Ich habe gerade den Fehler meines Lebens gemacht, ne? Wir haben verloren. Ich pack's nicht. Ah, leck mich, Herr du Nutte. Ich wollte eigentlich... Scheiße, ist das peinlich. Ja, jetzt halt die Klappe, Mutter. Das will ich gar nicht erst wissen. Ich bin nicht blöd, ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Scheiße, aber ein Taubsi Level 5, was gleich beim zweiten Tackle einen Volltreffer hat. Mein Gott, so viel Pech muss man haben. Und noch dazu, dass ich keinen Trank benutzt habe, ich Depp. Scheiß drauf. Komm vor. Oh, yeah. Gib's mir nochmal. Level 5, komm schon. Geil. Ah, ist mir zu mies. Kratzt mich nicht die Bohne. Ja, da haben wir schon bessere Chancen. Da sind wir zwar drei Level drüber, aber who cares? Verteidigung. Solange es nicht zwei, drei Mal passiert und er dann Hyperzahn oder Superzahn benutzt, ist mir scheiße Wayne. Oh, gleich noch ein Level up hier. Ja. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Okay, ja, danke. Das ist sehr hilfreich. Taubsi, komm schon, Level 5. Oh, Level 3. Los, Fackel. Fackel nicht lang. Oh yeah. Kratz mich nicht die Bohne. Na los. Level up. Und ich glaube, mit 7 oder 8 lernst du Glut. Wenn nicht sogar jetzt schon, mit 7. 2 KP und Angriff. Ah, ich wusste es Glut. Mir mal anschauen, welches Wesen überhaupt unser Ding hat und so. Wesenmäßig, oh Gott. Verteidigung, Spezialangriff ist erhöht. Das ist gut. Ist auch nicht relativ schnell. Ist super. Das gefällt mir. Wenn es relativ schnell ist. Prismania City. Nichts dafür haben. Ich habe diesen Ohrwurm vom Sushimaru. Kleine Pokémon. So. Und ich weiß, was wir als erstes zu tun haben in diesem Dreckskaff. Wir müssen... Ja, du kommst aus Alabastia. Ich schick dich, oder? Bestellung ist angekommen. Hier. Bring him back his package.
Mach ich sofort. Sofort. So, ich habe auch so eine ungefähre Vorstellung, wie unser Team aussehen wird. Komm, wir trainieren noch ein bisschen auf dem Heimweg. Was soll schon passieren? Ich meine, mein Gott, dann dauert's halt. Olle. Ich habe voll vergessen, was alles so gemacht werden muss. Oh. Ich sag ja, Spezialangriff ist höher als sein physischer und deswegen ist gar nicht mal so schlecht. Soweit ich weiß, sind es sowieso die besseren Attacken bei einem Glumander, Flammenwurf, Hitzekoller und so. Gar nicht mal so schlecht, ja, ja, Route 1. Ich trau mich nicht wie bei anderen Pokémon-Spielern die Wetlock-Challenge anzunehmen, weil wenn wir einmal verlieren, wir hätten jetzt eigentlich das LP abbrechen müssen, weil ich schon mal verloren hätte. Aber wie gesagt, fürs erste Let's Play kann man das ja mal machen. Einfach mal ein bisschen aus Fun und Jux da durchrennen. Und ja, wir werden sehen, was sich alles so ergibt. Olle, gut. Wir sind durch. Dann werden wir hier nochmal kurz Mama Bescheid geben, dass wir Pause brauchen. Ja, du solltest dich... Oh yeah. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Auf dich. Tisch, Tisch, Tisch. Jawohl. Okay, Eichel, hier ist dein... Hallo, Brandy. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Übergib das Paket! Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, dem Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Brandy, SSG, diese beiden sind für euch. Brandy, erhält ein Pokédex! Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Pokébälle! Okay, taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Wald. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte der Geschichte von Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Brandy, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Brandy. Was glaubst du, was sie jetzt wohl macht, deine Schwester? Ne? Was glaubst du, was sie macht? Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Tja. So viel zum Thema, ich bekomme keine Karte. Opfer, Opfer, selbst deine Schwester mag dich nicht. Haha. So, und hiermit beginnt das eigentliche Abenteuer. Ein wildes Pokémon. Rattfratz. Müssen wir noch nicht fangen. Ich will einen Taubsi. Das Rattfratz können wir aber gebrauchen, um unser Level abzukriegen. Ui, da ein Volltreffer. Okay. Bring dich um, wenn du mich killst. Oh ja. Level 1. Taubsi, da bist du ja. Level 2 gleich, übertreibst dich. Nee, Level 2 will ich kein Taubsi. Weil ihr seht ja, das ist nicht so prickelnd. Ich will ein Level 4 oder 3 Taubsi. Nein, nicht Rattfratz. Ich will ein Taub...
ich eigentlich? Radikal bringt uns nicht. Deswegen weg mit dir. Im Prinzip passt schon die erste kleine Trainingssession hier. Cool eigentlich, aber jetzt gib mir mal meinen Topsy Level 3. Jawohl, das holen wir uns. Kratzi. Das heißt, ich muss... Probieren es aber heute auch ganz langsam, oder? Pokéball, los! Fang es! Fang's! Jawohl! Ja! Toll! Taubsi wurde gefangen! Für Taubsi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Taubsi. Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt. Möchtest du Taubsi einen Spitznamen geben? Ja. Ich nenne es Taube. Nee, ich nenne es Täubchen. Was habe ich alles für schöne Namen rausgesucht bislang? Fackel, Täubchen vor allem, ist ein Supername, Superdüpchen. Okay, ja, und ich will nichts dafür haben. Sehr schön. Komm jederzeit wieder. Wenn wir jetzt nach links gehen, kommt unser erster Kampf mit unseren Rivalen. Den würden wir aber nicht wirklich überstehen, deswegen, oh Gott. Jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Was du nicht sagst. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ich sollte es dir mal besser zeigen. Nein, bitte nicht. Ein Hornli. Voll das Horny-Pokémon. Total unnötig, dieses Tutorial. Total unnötig. Jetzt hat er ein Hornlio, toll. Der Gag wäre, wenn es ausbricht. Tut mir leid. Toll, Hornlio wurde gefangen. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm dies auch noch. Lehrkanal erhalten. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Danke, alter Mann. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. So, holen wir uns das Item noch, was ich beinahe vergessen hätte. Jawohl, einen Trank kann man immer gebrauchen. So, jetzt bin ich am Überlegen, gehen wir jetzt nach links oder trainieren wir noch ein bisschen... nee, wir machen das so, wir gehen da jetzt hoch und das passt dann. Route 2. Taubsi. Oh. Okay. Glut. Was mache ich hier eigentlich? Vielleicht sollte ich auch mal Taubsi trainieren, so auf Level 5, 6. Erstmal. Könnte ein bisschen dauern jetzt, aber... Wobei... Wisst ihr was, Leute? Wir machen noch den Kampf. Und nach diesem Kampf werde ich... ein bisschen trainieren. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Blood Grün. Chosen.